Vorstellungen der Dialektik zwischen Etwas und Nichts sind ebenfalls Spiegelbild, Tröstungsvorstellungen. Einerseits, weil das sich vorstellt, wenn ich die Augen schließe, dann ist und in das innere Sein abtauche, des Traums zum Beispiel, dann existiert die Welt außerhalb der Augen noch weiter als ein reales. Aber allein schon das Reale als Unvorstellbares bzw. ein Nichts deshalb als Untangierbares, Unveränderliches, Ewiges, Unsterbliches, sich trostweise zu denken, da es als Nicht-Materielles eben gerade diese Akzidenzien der Unzerstörbarkeit aufweist, denn wenn etwas von Nichtkörperlichem ist, wie könnte man es dann verändern? Also auch das ist nichts anderes als eine Konzeption der Selbsttröstung, dass es da ein Etwas gäbe, ein Reales, das in seiner Unkörperlichkeit deshalb immer persistieren wird, ewig, und mir die Hoffnung auf Anteilnehmen an dieser Ewigkeit gibt, weil es nicht stofflich ist, nichtig ist, unbewegt ist, zeitlos ist, wie alle Phantasmenvorstellungen der Unsterblichkeit, die alle Lust will,